dass die Geschichte halt doof und warm. Doof der erste Reich, der nur mit dessen Worte Geschichte überwärmt, dass wir in Indianern, dem sie nur mal halt verjeten können, wenn ich geschätzt sei, so ich nenne am Wärm hier. Doof wie ein Missionar, in Heiligen Wärm war der gute Freund. Wärm wie ein Däver, und der war da das seiner Worte am Wuten an der, der war der, um die Dierensteine fingen, dort nahen wir Perlen. Und viel muss oben, die durf werden, die Bibel verlesen, und mög am dort klar, was Gottes Weich wir und wo Gott dort getan hat, dort und nun. Die Gelegenheit ist, dass Menschen kennenseilig wurden, wann ein Mensch dort annimmt, was Gott uns geben will. Wollen wir in Indianer und heute von sind noch nicht eingehört und sie können auch nicht selbst lesen, aber sie gleicht zu hören. Und sie will auch noch im Himmel, aber immer wenn du am Frage dir, dass er nicht mehr wird, weil Jesus im Hort nehmen, am Mann kriegen und sein Leben am übergeben, dann seht wir, nee, jen christlicher Weich ist zu leicht. Wenn mir auf Sinn Weich wird im Himmel nennen die Leute, dann würde ich so viele auch wie ein Aschel in Prager, was bloß mit Mitglied wird im Himmel nennen die Leute. Und wieder seht er, dort hat sich vielleicht gerutscht, aber ich will dort wird sein. Ich will mit dem, der steht im Himmel, verdienen. Ich will dort verschaffen. Ich mag mir was andern. Und dort scheint so, dass alles, was du siehst, dir nicht ist und dort, was Wilm sich verändert hat. Und so gingen alle Jahre vorbei. Mit einmal eins oben, wer und du siehst, der. Doof mögt ihr der up und dann wir wärm da. O Geld, seh doof, komm nenn, mein Freund, für ein Kaffel Kaffee. Nee, seht wärm, ich will ha, du sollst von da, wenn stört ihr noch mein Haus kommen, und ich wünsch, du setzt dort von da nicht auf, ich will die Wort wiese. O jo jern, weil ich komme, seh doof, und als sie dann da han jinge, seht wärm. Am einen Weg fang ich an, für meine Städte im Himmel zu schaffen. Und was ich dann war, ist, dass ich war ab Knie nur Deal hingegangen. Du verwundert sich bloß so sehr und seht, mein die beste Wort, das sind 1400 Kilometer bei Deal hier. Deine Knie waren 2 sein und du warst blöd verjagt und eure andere Krankheit haben nach Eier, du bist beim Bebes. Das ist dort, wie viel dich dabei. Ganz entschlossen, seht Baum. Ich mag ganz bei dir hinkommen. Gott wird mich dafür belohnen und dort wird ich wohl lieben, weil ich mit Freude dienen. Denn so wird ich mit dem Himmel verdienen. Du seht, weil mein Freund, dort kostet du niemals dienen. Aber würde ich dort an sein können, wenn du dort noch versiegt wirst, wenn doch Jesus Christus für dich gelitten hat und es für dich gestorben hat, für dich den Himmel zu betonen. Aber das Mann ging nicht an zu reden. Er sagte doof, du bist mein bester Freund auf Erden und durch all diese Jahre wirst du immer bei mir in Krankheit und in Schwierigkeiten und heute wirst du mein ganz einziger Freund auf der Welt, aber Grund, du kannst mich nicht weitreifen von dem großen Verlangen, was ich habe, das ewige Glück zu verdienen. Ich muss nur Deal hingehen. Nun käme sie, was Wilm sein Haus und Duf sah sich war auf den Stuhl, wo er immer so zum Wilm von der Bibel vertalen. Wilm ging in eine andere Stube nahen und kam trägt mit einer kleinen Dierendose und sieht. Diese Dose habe ich auch für Jahre und ich habe da bloß ein Ding bin. Und von dort will ich von da reden. Habe ich ein Stückchen Stell und dann sieht er,
Ich hat mal ein Sehen. Ein Sehen, sehr doof, du hast ja noch niemals eier von so was geredet. Ich kann nicht, ich kann nicht, sieht Wilm. Und er kann auch nicht hier nicht davon reden. Er kriegt Tränen in den Augen und seine Stimme zerrt und er sieht. Aber nun muss ich dir das sagen, eier ich hier verloren bin, wer weiß, als ich jemals zurückkommen war. Mein Sehen wie auch ein Däber. Zum Perlen sehe ich, wir die ganz beste Däber hier haben. Und auch das ganz beste in Perle finden. Er kann das böseste Däber und das beste Sinne und das beste Seine an der Wurde und auch das längste Sinne Laufhölle an der Wurde und hat die stärkste Arms. Oh, ich habe so eine große Freude an ihm gehabt. Die meisten Perle haben einen kleinen Fehler. Ein Film und so ein kleiner Fehler, dort bloß die Utilierte dort fängen. Und mein Sehen wünscht sich dort immer, wenn er noch mal wird, eine ganz vollkommene Perle fängen. Er will so eine Fähne, als noch niemand zwei gefangen hat. Und ein Tag wird bald durch. Er fängt eine ganz vollkommene Perle, aber krieg wie die Perle aus dem Wasser holen, wie er doch ein Bett so lang an dem Wasser geblieben und er starb bald noch her. Die Perle kostet sein Leben. Warum die seine Hänge über dem Gesicht und hielt sie? Aber dann redet er weiter wieder. All this year habe ich diese Perle hier in diese Dose geholt, aber nun will ich wohl niemals weiter zurückkommen und die, mein bester Freund, will ich nun diese Perle geben. Dann muss ich die Dose auf und nehme die Perle sehr naht und roll die aus, die wie ein Worte angepackt. Und dann gebe ich die und nehme die in seine Hänge. Dort wie ein von den geradsten Perlen, was da herumgefangen wird, und die blitzert und blinkert und spielt mit all den schmackigsten Klieren, darf heute noch niemals mehr so eine schmackige Perle sein. Wenn die wie verkauft wurde, dort würden die Gewalt zusammen die alte Gift haben. Darf kann ich mal für etwas sagen. Er checkt bloß verwundert nur die Perle. Aber über dem sieht er so eine Perle. Wilm sieht, ja, diese Perle ist vollkommen. Nun fällt auf das Bild, dass wir wohl Krieg der Gelegenheit, wie er also lang für ihr Bett hat, ja, dass Gott ihm eine Gelegenheit geben würde, dass er kennen würde, Wilm dort Lieder verstehen, was Christus sein Lied wird ist, und er sieht, Wilm, dit is een wundervolle Perle, dat je het niet te begrijpen. Zo'n Perle. Laat me dit kopen. Ik wil die 10.000 dollar daarvoor geven. Wilm, aber zegt, wat meest du? En daarvoor redt bloß wieder, ik wil die 15.000 dollar geven. En wanneer dat nog niet genoeg is, dan wil ik dat verschaffen. Wilm muss ich langhand stief und sehen. Durf diese Perle erst weit even Preis. Nicht ein Mensch auf der Welt hat so viel Geld, als mir diese Perle wird es. Ich würde nicht für Millionen Dollar verkauft haben und ich will die auch nicht verkaufen. Ich will die dir geben. Durf übersehen. Dort kann ich nicht annehmen. So jenes ich die Perle auch würde wählen haben. Vielleicht hätte ich das Geräusch, aber ab so weich die Perle kriege dort als Tollei. Ich werde betonen oder ich werde verschaffen. Ich mag mir was andern. Wilm wird bloß nicht deutlich dort sehen, Freund, dass alle Taub nicht besser verstehen können sehen. Doof, du kostet bloß ganz und gar nicht verstehen. Kannst du dort nicht sein? Mein einziger Sinn gibt sein Leben für diese Perle und ich würde für Geld verkaufen. Der wird in diese Perle erst in das Lebensblut von meinem einen Sinn.
Vertrijpen kan ik dat niet, maar ik wil wel die dat geven. Neem dat toch aan als een teken van de grote lijf wat ik te die heb. Doof ging het ook al zo diep dat zij van een stukje blootstel werden, maar dan lang doof nog wel en neemt wel zijn hand en zijn hang en zit gans naad. Waarom weet u dat, deze weer wat ik te die gezegd heb, dat dezelfde weer zijn wat u immer te God gezegd hebt, want hij zo jaren wil die dat even je gelijk geven? Waarom kijk nu lang en zeker naar doof en langzaamjes van hij aan te verstoren? Als de reed doof, dan waren we weer. God deed die dat eeuwig gelijk de vergeving verdienen zijn aanbieden als een vrije geschenk. Dat is zo wondervol en zo wertvol dat is bloos even een prijs. Geen mens kan dat verdienen of dat kopen. Miljoen dollar wordt nog geen aantoeling zijn en wanneer een mens wordt miljoen jaar te verschaffen, dat wordt niet uitdienen om dat te krijgen. En daar is ook geen mens op bewaald goed genoeg omdat hij dat weet is, dat eeuwig gelijk te hebben. Dat kost God dat levensbloed van zijn zin, die te raden. En God en Jezus leefden die zo zeer, dat wanneer de enige mens wist wat het jemals aangenomen had, dan wil Jezus nog voor die gestorven zijn. Alles wat u doen kan, is dat aannemen als een vrije geschenk, als een teken van Gods lijf te die als een zender. En wieder zeer doof, waarom zeg je wel ik dat geschenk wat u me geven was aannemen, want ik dat ook niet weet zie en dat ook niemand wil betonen kennen. En ik wil wieder im Leben die dat wiese met mijn woordje dat ik dankbaar zie voor dat wat du mij gegeven hast. Maar nu heb ik ook nog een vraag aan die. Waarom wist u dat nu ook en die moet aannemen dat grote geschenk wat God die aanbieden deed en aan denken dat kost aan de dood van zijn zin? Nu rol de grote troon van Welm zijn ogen en dat diester en arm vangt aan te verschwingen en het vangt aan dag te worden en met de tijd zegt hij. Ik zei dat nu dat ik al 2 jaar heb aan Jezus geleefd, maar mij weer dat niet daar. Ik kan dat niet geloven dat het eeuwige gelijk de vergeving van mijn zonde vrij weer. Nu kan ik dat verstaan, dat Jeff zijn wat zo'n grote wereld heeft, dat dat bloos niet een prijs heeft. Dat jij het niet te kopen of te verdienen. En dan zegt hij, ik wil nu ook dit geschenk dat eeuwig leg en de vergeving van zonde aannemen. Dan deed hij zijn toe beden en nog meer reden. Bad doof dat kloor hou dat welm je raad weer en de erlezing verstoenen kan. Nu wordt welm dat dietlich, wel zei God en zijn grote lijf te de mensen dat wens dat alle mensen willen Jezus aannemen en er leven voor arm leven, dat hij die kan op eeuwig zeilig maken. Over de andere zijde, wie arm ook dietlich. Dat God wil geen mens kennen im Himmel nanemen, wat dit grote vrije geschenk niet aangenomen had im Leben, wat arm doch dat levensbloed van zijn ene zin gekost had. Welm had het nu ganz klar wat hij doen wil. Hij wil zijn zinde betalen en dan wil hij wieder zo leven dat God en de mensen ram arm worden en nutze hebben van zijn leven. En dat Gottes Leib wordt derg arm te zijn zijn, dat de mensen ram arm ook worden en verlangen krijgen dat geschenk aan te nemen. Maar hij wil niemals waren wat doen om zich de hemel te verdienen. Bloos uw dank wat jij wil hij
nie alle Steine, was er kann, dass Gott und Menschen würde ein nützer Haar von seinem Leben.